Aber wenn diese Person da oben ist, dann müssen wir da auch hoch. Nur wie? Wie sollen wir jetzt da hochkommen? Oder sollen wir überhaupt da hoch? Vielleicht sollen wir auch einfach nur zurückgehen. Gehen wir einfach mal zurück. Und schön, die Person steht da immer noch. Stand die da vorhin auch schon oder steht die da erst jetzt, seitdem wir da hin? Okay. Steht die jetzt erst seitdem wir hier sind da? Also seitdem wir da hinten waren. Bei den. Oh, ich verstehe das hier alles nicht. Das. Oh. Können wir die von hier? Ja, wir können die von hier immer noch sehen. Die wäre mir aufgefallen, hätte die da vorher schon gestanden. Die Person wäre mir aufgefallen. Hundertprozentig. Die hätte ich gesehen. Ich gehe noch mal zurück. Und schau mal. Light from heaven. Hier ist kein Licht vom Himmel. Und wer auch immer da oben steht, er macht mir Angst. Oder sie macht mir Angst. Und das nicht zu knapp. Irgendwie müssen wir da hoch. Zu der Person. Ich habe nur nicht die leiseste Ahnung, wie. Jetzt weiß ich es aber von hier aus. Hier führt ein Weg nach oben. There were chemical stains on the tarmac. The leak of air conditioning, brake fluid and petrol. He kept sniffing at his fingers as he sat by the roadside, waiting as if he couldn't quite understand or recognize their smell. He said he'd been traveling back from a sales conference in Exeter. He'd stopped for farewell drinks earlier, but had kept a careful eye on his intake. You could hear the sirens above the idling traffic. Gehen wir hoch zu der Person. The pain in my leg sent me blind for a few minutes as I struggled up the cliff path. I swallowed another handful of painkillers and now I feel almost lucid. The island around me has retreated to a hazed distance, whilst the moon appears to have descended into my palm to guide me. I can see a thick black line of infection reaching for my heart from the waistband of my trousers. Through the fugue, it's all the world like the path I have cut from the lowlands towards the aerial. Musik fängt an. Kranke Abspacken. Nein, bitte nicht. Ich bin schon angespannt und kaputt genug. Oh, hör doch auf dann. Hier steht die Person. Hier hinter diesem Fels. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates,
we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Wie lange geht das hier noch? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Ganz ehrlich, ich brauche eine Pause. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. So, ich muss gerade eine Seite von den Kopfhörern abnehmen. Ich kann die Musik nicht hören. Vor allem hier im Zimmer ist es gerade stockdunkel. Ich schieb mir hier gerade so eine Paranoia. Oh, nein, Mann. There are headlights reflected in these retinas. Too long in the tunnels of my island without a bottom. The sea creatures have risen to the surface, but the gulls are not here to carry them back to their nests. I've become fixed, open and staring, an eye turned on itself. I've become an infected leg whose tracking lines form a perfect map of the junctions of the M5. I will take the exit at mid-thigh and plummet to my Esther. Oh, jetzt fangen meine Füße auch noch an zu verkrampfen, ey. Nie wieder so ein Projekt hier. Nie wieder. Nachteil ist, dass ich ja alles blind Let's Play, ne? Boah, fuck. Komm, spring, ich will ja. Ich will Ende. Er war nicht betrunken, Esther. Er war nicht betrunken. Er war nicht betrunken mit Donnelly oder Spat Jacobson back at the sea. He had not careered across the lost shores and terminal beaches of this nascent archipelago. He did not intend his bonnet to be crumpled like a spent tissue by the impact. His windscreen was not star-studded all over like a map of the heavens. His paintwork etched with circuit diagrams, strange fish to call the gulls away. A phosphorescence of the skid marks lighting the M5 all the way from Exeter to Damascus. Die Erzählerstimme wucht. Böse. Sie klingt immer aggressiver. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Und wer hat das hier alles dahingeschrieben? Und was soll uns das sagen? Und warum hat meine Festplatte gerade gepiept? Fragen über Fragen. Hör mal auf mit den Geräuschen. Da. Bist du Esther? Kann es sein, dass du Esther bist? Und jetzt verschwinde nicht wieder direkt. Ich will antworten. Hallo? Esther? Dear Esther, I have burnt my belongings, my books. This death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jacobson? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me.
I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Kommt noch was? Also ich habe nicht falsch gerendert oder sonst irgendwas. Ich habe auch einen schwarzen Bildschirm. Warum kommt da nichts? Also ich erzähle es einfach nochmal, solange da nichts kommt, und wenn ich fertig bin, dann mache ich aus. Also, wow, ganz ehrlich. Ich habe jetzt von dem Englischen nicht viel verstanden, aber was ich verstanden habe, ist, dass das Spiel, also dieser Mod jetzt an sich eigentlich nur eine Geschichte erzählt. Aber das auf so eine krasse Weise, so eine atmosphärische Art. Boah, ich habe jetzt noch richtig Gänsehaut. Ich bin am Schwitzen. Ich bin verkrampft. Boah. Bin ich froh, dass ich keine Webcam anhabe beim Aufnehmen. Ich brauche jetzt erstmal 50 Zigaretten und 200 Kaffee. Boah, das war wirklich heftig jetzt gerade. Also, so eine krasse Atmosphäre habe ich selten in einem Spiel gehabt. Selten. Und vor allem noch nie in einem Horrorspiel. In Amnesia, ja klar, da war das auch so, aber ich meine, das ist ein Half-Life 2 Mod und kein eigenständiges Spiel. Und wenn man da sowas Krasses draus macht, Respekt, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Etwas weniger als eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt gebraucht. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal eine deutsche Version davon gibt. Dass ich diesen Mod einfach mal mit deutscher Synchronisation spielen kann. Damit ich die Geschichte komplett erfahre. Das wäre super. Und ansonsten, ich kann euch wirklich nur empfehlen, ladet euch dieses Ding runter. Das ist so heftig. Ohne Scheiß. Was mich ja mal jetzt persönlich interessieren würde,
Wenn ihr den Mod auch gespielt habt, wie habt ihr reagiert? Wart ihr jetzt auch so extremst wie ich oder wart ihr eher so, ach ja, lalala? Also wie habt ihr den Mod gespielt? Habt ihr den auch so empfunden wie ich oder schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr ihn gespielt habt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Der Mod ist einfach nur der Hammer und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Eine richtig lange Pause. So. Wir sehen uns, Leute. Euer Sense. Tschüss.